Neben mir steht Sebastian Friedrich von Swiss Life. Herr Friedrich, Sie haben eben einen Vortrag gehalten, den ich sehr interessant fand. Sie haben ein neues Lernkonzept bei Swiss Life eingeführt vor einem Jahr. Welche Zielgruppe war das und was war der Anlass, dass Sie da neu drüber nachgedacht haben? Ja, wir standen 2012 vor der Herausforderung, unsere Investmentberater neu zu schulen durch die Regulatorien, die uns aufgrund von der Krise aufgesetzt wurden, von der Gesetzgebung, haben wir bis Ende 2014 circa 1400 Berater nur im Investmentbereich für einen neuen Sachkundenachweis vorbereiten müssen. Und wie hat es dann begonnen? Was haben Sie als erstes gemacht? Ja, wir haben frei nach dem Gießkannenprinzip Lernangebote in ein sogenanntes Regal gestellt, frei zur Verfügung, sodass jeder individuell seine Lernangebote sich zusammenstellen kann. Das klingt sehr nach selbstgesteuertem Lernen. Nach einem Jahr haben Sie aber etwas verändert. Warum und was ist jetzt anders? Wir haben nach einem Jahr frei nach dem Lessons Learned Ansatz uns unser Angebot angeschaut und uns Rückmeldungen eingeholt, Feedback mit den Partnern, aber auch mit den Trainern gemeinsam erarbeitet. Und die Konsequenz war, dass die Berater gesagt haben, wow, das ist ungewohnt, ne? Das eigenständige Lernen, das überfordert mich in gewisser Art und Weise. Und es ist ein hoher Zeitaufwand, sich auch mit dem entsprechenden Angebot auseinanderzusetzen. Was haben Sie geändert dann? Wir haben unsere Lernangebote aufgeteilt in selbst- und fremdgesteuerte Elemente, haben Zuordnungen gemacht und unseren Partnern oder Berater einen Guided Blended Learning Ansatz zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz beinhaltet fremdgesteuerte Elemente, die wir vorgeben, aber auch selbstgesteuerte Elemente, die der Partner sich auf seinem Weg zu seinem Lernziel selbst zusammenstellen kann. Und wie reagieren die Lernenden, die Partner darauf? Das Schöne ist die Entwicklung. Also die Partner fühlen sich betreut. Wir haben auch frei nach dem Ansatz so ein bisschen Stay Present bei den Partnern in enger Begleitung diese ganze Sache durchgeführt und wir verspüren einen Anstieg im Bereich selbstgesteuertem Lernen. Stay Present, wie kann man sich das vorstellen? Wir haben am Anfang gemerkt, durch die Bereitstellung von verschiedenen Angeboten, dass wir Partner verloren haben auf dem Weg. Stay Present ist für uns der Begriff zu sagen, wir sind beim Partner immer nah dran. Im einfachsten Beispiel durch ein Mailing, dass wir immer Motivations-E-Mails, Erinnerungs-E-Mails nachfragen, ne, und immer wieder schauen, wie wir gemeinsam den Weg weitergehen können. Und so aus Ihrer Sicht, haben Sie den Eindruck, das verändert ein bisschen die Lernkultur, was Sie da jetzt eingeführt haben? Ja, wir merken ganz klar, oder die Rückmeldung ist auch, dass das Lernverhalten bei den Partnern gestärkt wird. Und dass wir als Bereich Aus- und Weiterbildung hier auch eine größere Akzeptanzförderung im Bereich Lernen erfordern. Ja. Also, dann weiter viel Erfolg auf diesem Weg. Schönen Dank für dieses Interview. Ja, gerne. Vielen Dank, Herr Pape.